We're up all night to get lucky. 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 Das war's. 150. Stopp. Wir sind hier im Madison Square Garden in New York. West Side. Ah, oh, East Side, scheiße. Bitte Düsseldorf. Savoy Theater. Hier waren wir mit Rebellen. Hier war einer meiner ersten Auftritte mit Rebellen. Hier in diesem Laden habe ich das allererste Mal für Rebell moderiert. 2013 im Sommer. Hier habe ich das erste Mal für Rebell moderiert. Perfekt. Die Monitorboxen ein bisschen lauter, bitte. So, was geht ab? Showtime-Tour. Wir checken den Sound. Wir checken den Sound bei der Showtime-Tour für Khalid Bonua. Khalid, wenn du... Wie lange arbeitest du jetzt schon bei DHL eigentlich? Bei DHL schon seit 14 Jahren. 14 Jahren. Halt die Schnauze! 14 Jahre bin ich jetzt dabei. Oh ne, doch 15, hast recht gehabt. Ja, 15 Jahre, ne? Geht in den Rücken, wa? Tierisch in den Rücken. In den Rücken. In das Kreuz. Ja, in den Hintern und ins Kreuz. Ja, aber in den Hintern ist halt wegen der harten Arbeitszeiten, ne? Sagt man ja, ne? Ein bisschen im Arsch, ne? Versuchen, Pakete auszuliefern. Was wir genau liefern, das erklärt euch jetzt der Benny Kaul, ladies and gentlemen. Wir haben da eigentlich alles Mögliche dabei. Erzählt ihnen! Ja, fängt an bei Smartphones, die vom LKW gefallen sind. Die werden dann einmal rund geliefert. Stimmt das? Smartphones, ja. Ob die wirklich so smart sind, weiß ich nicht. Aber gut. Bei MacBooks sind auch öfter dabei. Je nachdem, was gerade vom LKW fallen soll, ne? Ich muss zugeben, dieser junge Mann, das ist schon eine ganze Kriminelle, auch wenn er nicht so aussieht, ne? Aber ich meine, wer hätte ja auch gedacht, dass Pablo Escobar sowas anstellt, ne? War bestimmt auch mal ein süßes Kind. Der Typ kann alles. Ich bin überall der Dings, der Kompagnon. Du wartet schon übertrieben lange, ne? 4-5 Stunden. Warum so lange? Wir wollten die Essen sein. Ladies and Gentlemen, Ladies and Gentlemen, was geht ab? Der wievielte Stopp? Ich glaube, der 26. oder 27. Mann, das nervt mich jetzt. Ich glaube, der 27., wenn ich mich nicht irre. Wir sind 25 Minuten zu spät mit dem Einlass einfach, weil manche Sachen laufen halt nicht einfach so, wie man es haben will, man. Weißt du, manchmal dauert der Soundcheck einfach länger, aber wir müssen gucken, dass auch alles läuft. Ohne das können wir nicht starten. Manchmal sitzt der Anzug halt nicht so, ne? Ja, manchmal sitzt der Anzug nicht, manchmal drückt der Schuh. Die Frage ist, wo drückt der Schuh? 5, 6, 7, 8. Düsseldorf, Savoy Theater. Waren auf jeden Fall mal mit Rebell hier, ein paar Mal ist gut, ne? Ist zu Hause, auf einmal Wohnzimmer. Savoy Theater ist so Wohnzimmer. Es gibt nur hinter eigentlich. Scheiße, aber alles. Riesiges Wohnzimmer hier. Laden rappelvoll, deshalb werden wir viel Spaß haben. Düsseldorf ist immer geil drauf, geiles Publikum, die drehen immer richtig durch. Viele wichtige, bekannte Freunde, Familie, Leute sind hier. Deshalb habt Spaß, genießt den Abend. Wenn wir Spaß haben, dann merken die das und dann haben die auch Spaß. Jeder Einzelne, auch derjenige, der nicht auf der Bühne steht, Spaß haben, Energie versprühen, ausrasten, weil das ist Showtime, Ladies and Gentlemen, ein dreifaches Showtime. Showtime! 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 Yeah! Okay, ich gebe ihn. Rastet aus zu Larima! Ihr sagt Karl, Show! Nein! Show! Nein! Ich sag Khalid! Ihr sagt Bumma! Khalid! Khalid! Bumma! We're lucky, we're up on.
night to the sun. We're up all night in the long sweet light. Noch ein Fiesta. Ich bin crazy so wie Nektar. Antonio Banderas. Dieses Leben ist perfekt, es wird eine Fiesta. Wow. Vierte Woche in Miami. Blende sie auf die Eier, die Blender. Schau mal die Tasche und vergiss nicht die Flasche Klomate. Du bist meine Marilyn Monroe und ich bin dein Homepate. Komm, wir machen uns aus dem Staub. Muss aus diesem müden Alltag raus. Baby, du musst nicht lange überlegen. Jetzt mach ruhig das mal. Was willst du los? Denken immer so Make-up-Artist und. Gar nichts, Bruder. Ich hab grad selber gebügelt. Was für Make-up-Artist? Ich hab hier selber gebügelt und mein eigenes Bügeleisen dabei. Weil das vom Haus kommt. Das ist voll dreckig hier. Ich kann das niemals benutzen. Ich hab mich selber geföhnt. Mit so. Ich, Marke wird verdeckt, aber mit so einem. Reiseföhn. Ja, mit so einem Föhn von einem Discount-Markt, sag ich jetzt mal. Natürlich! Ja, hab ich gemacht, ich hab voll gemacht. Sei leise. In meinem Herzen entfacht so eine Supernova. Neben dir seh ich aus wie ein Casanova, yeah. Doch Baby, wisse, ich habe nur auch für dich. Jeder Hüftschwung ist wie ein Schlag ins Gesicht. Baby, nur mit dir bin ich wirklich glücklich. Habe lange gesucht, doch jetzt wurde ich fündig. Für dich, yeah. Hey, na, na, na. Tickets gebucht und auf nach Panama. Hey, na, na, na. Offenes Hemd, fühle mich wie Escobar. Hey, na, na, na. Haare gekämmt, so wie Tony Montana. Hey, na, na, na. Baby, nächster Halt, Copacabana, yeah. Machen das jetzt zu unserem Panama. Nächste Woche sind wir vielleicht in Havana. Die Woche darauf in der Toskana. Super. Oh yeah. Boah, du hast Überlänge gemacht. Nein. Eigentlich nicht. Nicht fliegst du. Das war crazy, jetzt. Guck mal, wie ich am Schwitzen bin. War hart, war super, super Publikum. Geiler Saal. Mit Rebell schon oft hier gespielt. War wie zu Hause, Wohnzimmer einfach. Hat Spaß gemacht. Ich hab mich voll so fallen lassen und gechillt. Hat Spaß gemacht. Ciao für euch, wie war's? Gut, super. Ich hab mit viel gerechnet. Wir sind die Sachen auch davor durchgegangen, aber Alter. Genau. Nicht normal, ganz neue Klasse in ganz Deutschland. Jeder in Deutschland soll sich das angucken, mitschreiben, lernen, hasseln, hart hasseln, damit du auf dieses Level kommst. Das ist ein unglaubliches Level. Ich bin stolz auf dich. Danke, Bruder. Inshallah, Alek. Unglaubliches Level. Danke, Bruder. Wow. Super. Beste. Super Show. Alles gut. Besser geht's nicht. Das Shit ist nice, Bruder. Das Shit ist nice. Man kann, mehr kann man nicht sagen. Und das ist erst das erste Level. Das ist die erste Live-Show. Die nächsten Sachen werden noch heftiger und noch krasser. Sei dabei. Mach dich gefasst. La Riba! Geile Show. Mega geile Show. Ich liebe ihn. Geil, Mann. Mohammed, erzähl mal. Keiner wusste, dass du Marokkaner bist, aber jetzt wissen es alle. Jetzt wissen es alle. Wie war die Show? Ich fand diese Show super. Also von totischer Seite. Ich hab die auch gemacht. Na Spaß. Das war zu krass, Bruder. Khalid, das war zu krass. Das war zu krass. Ja, war super. Super Show. Ja, Spaß gemacht. Super, sehr lustig. Khalid Noir, das Entertainer pur. Bester Mann.
Also Adil, so unterm Strich, wie hat's dir gefallen? Ach, hallo zusammen. War sehr, sehr Glück, wirklich. War geil, mega Show, mega. Gönnt euch auf jeden Fall ein paar Tickets, zieht euch das rein, es macht mega Fun. Walk it like a tuck. Walk it like a tuck. Walk it like a tuck. Walk it, walk it like a tuck. Ich bin unglaublich stolz. Der hat einfach zerrissen so. Hammer, 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 ja! Korrekt. Ja, ja! Hat dir gefallen? Doch, Hammer, ich hab mich Sport gelacht. Dankeschön. Yo, was geht da? Wir sind hier in Düsseldorf. Bomben-Show, Bomben-Abend. Ach so, das ist Scheiße. Wie hat dir gefallen, Bro? Gut. War auch lustig. Aber auch gut lustig. Gut und war lustig. M-U-D. Ja, super gefallen, mach schon mal. Du hast mich in deiner Instagram-Story geteilt. Sehr gut, ich bin schon. War wundergeil. Wundergeil? Show wundergeil, ich bin hier mit Mo aus Stolberg. Wundergeil. Dem fehlen die Sprache. Dem fehlen die Worte. Ich bin sprachlos. Krass, Mann. Top, top, Khalid. Ja, Killer, mach weiter gesehen. So. Ich muss sagen, politisch korrekt und super Typ.